Eigentlich ist Nietzsche der Erfinder des Tango. Und er sei voll davon überzeugt, dass es so sei. Es ist zwar historisch nicht richtig und quasi fast unmöglich, aber er ist davon überzeugt. Und die Kurse, die er in San Francisco gibt, würde er immer mit einem Nietzsche-Seminar beginnen. Das macht er übrigens bis auf den heutigen Tag. Ich bin mit ihm immer noch in Kontakt. Ich habe mir damals gedacht, dieser These, so schräg sie auch ist, musst du mal nachgehen. Und deshalb war es für mich ein willkommener Anlass, also im Rahmen dieser Veranstaltung dieser These mal nachzugehen. Das, was ich Ihnen vortrage, ist überhaupt nicht fertig. Es ist auch nicht vollständig. Es sind einfach ein paar Überlegungen und es wird ab und zu mal ein bisschen holpern. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber ich denke, es wird sich genügend Stoff zur Diskussion bieten. Vorab vielleicht etwas zum Vorverständnis. Sie haben ja nun diese ganzen Vorlesungen über Nietzsche schon gehört, die sozusagen Nietzsche schon vorgestellt haben in all den Facetten seiner Philosophie und seiner Wirkung. Aber speziell für diesen heutigen Abend vielleicht von mir ein paar kleine Vorüberlegungen. Für Nietzsche gibt es nur diese eine Welt, die wir hier sehen, die für uns wahrnehmbar und empfindbar ist. Und diese Welt, wie ist sie beschaffen? Sie ist grausam. Sie ist auch lustig. Sie ist furchtbar. Man muss sich vor ihr fürchten, auf alle Fälle. Und sie ist auch ungerecht. Und man muss sich irgendwie in ihr verhalten. Und diese Welt ist die einzige, die wir zur Verfügung haben, nach Nietzsches Vorstellung. Und die Art und Weise, wie wir uns in dieser Welt verhalten, hat keinen Einfluss darauf, wie wir in einer möglichen anderen Welt vielleicht bestraft oder belobigt werden, weil es diese andere Welt nicht gibt. Für Nietzsche gibt es diese Hinterwelt nicht. Er spricht ja, das ist richtig, eine Personengruppe im Zarathustra, von den Hinterwäldlern. Damit meint er nicht die, die hinter dem Wald leben. Nein, nein, für ihn sind die Hinterwäldler diejenigen, die an einer Welt hinter der Welt glauben. Und diese Welt hinter der Welt ist sozusagen die für viele eigentliche Welt. Nämlich für die, die in christlicher Tradition aufwachsen, ist die Welt hinter der Welt die eigentliche Welt. Für Nietzsche gibt es diese Trennung in eigentlicher, uneigentlicher, in davor und dahinter nicht. Es gibt nur die, hier, die, die wir jetzt wahrnehmen. Und ein Großteil dessen, was wir von Nietzsches Philosophie wahrnehmen, beschäftigt sich damit, zu dieser Welt, wie wir sie haben, wie wir sie wahrnehmen, in der wir leben, ein positives Verhältnis zu gewinnen. Das heißt, die Welt in ihrem So und So Sein bejahen zu können. Das ist so ein Topos, der zieht sich eigentlich durch die gesamte Philosophie hindurch. Und über alle Wendungen, die diese Philosophie nimmt, ist das vielleicht ein Grundproblem, was sich durchhält. Die Bejahung des Daseins in seiner Form, wie wir es jetzt im Moment wahrnehmen. Und damit die Vermeidung des Nihilismus. Für Nietzsche ist ja der Gott nicht erst in der fröhlichen Wissenschaft gestorben. Viel früher ist der Gott für ihn gestorben. Wahrscheinlich schon in Röcken, wie manche Autoren sagen. Und deshalb ist für ihn im Prinzip dieser Ausweg in eine andere Welt frühzeitig versperrt. Und seine Schriften sind wahrscheinlich eine Art Anthropodizee. Wie kann die menschliche Welt, das menschliche Dasein im Hier und Jetzt, im Angesicht des Grauens und der Lust auf Dauer gerechtfertigt sein? Wie kann der Mensch sozusagen ein positives Verhältnis zu sich und seiner Welt entwickeln? Das ist vielleicht eine grundlegende Frage, der Nietzsche eigentlich zeitlebens nachgeht. Das vielleicht als Vorbemerkung. Wir können darüber dann nachher auch noch diskutieren. Und jetzt fange ich mit meinem Vortrag an.
Was denken Sie, war Nietzsche ein Tänzer? Ich meine, ein Tänzer von seiner körperlichen Verfassung her. Ein Seiltänzer? Mit oder ohne Brille? Er hat schlecht gesehen. Er war sicherlich unsicher, wenn wir ihn uns vorstellen in Sils Maria im Gebirge. Also, er ist, glaube ich, nicht wirklich in die Berge gegangen. Ich glaube, der Schluchtweg war so das Einzige, da konnte er sich noch so ein bisschen orientieren. Aber wirklich, auf dem Seil kann man ihn sich vielleicht nicht vorstellen. Aber ich will Ihnen trotzdem nachweisen, dass er ein Tänzer war. Kaum ein Philosoph der Moderne hat wohl so viel über den Tanz geschrieben und hat ihn so hoch geschätzt, wie Friedrich Nietzsche das tat. Der Tanz wird ihm zu einem kulturkritischen Instrument gegen den Geist der Schwere, den er in der abendländischen Tradition seit der attischen Tragödie am Werke sah. Insbesondere im Christentum lastete er in seiner Leib- und Sinnenfeindlichkeit diese verderbliche Entwicklung an. Ich möchte diesem Problemkreis in drei Aspekten nachgehen. Dabei wird im ersten Aspekt seine Biografie als Tänzer in den Blick kommen. Im zweiten Aspekt werde ich mich mit seinem Werk beschäftigen, die Spuren des tänzerischen Nietzsches Werk. Und im dritten Aspekt möchte ich gerne etwas aus der Wirkungsgeschichte heraufholen, im wahrsten Sinne heraufholen, weil hier unter dem Hof ist das Archiv. Und dort verbirgt sich einiges, was auch gerade die Nietzsche-Rezeption und seine Wirkungsgeschichte repräsentiert. Wenn wir nach den Spuren des Tanzes in Nietzsches Biografie fragen, dann fällt zunächst mal auf, dass er wirklich, wie kann ich das hier machen? Wie kann ich das hier weiterklicken? Moment, hier unten. Dass er wirklich Tanzunterricht hatte. Das ist das Fortenser-Tanzbuch. Friedrich Nietzsche war von 1858 bis 1864 in Schulpforte. Er ist ja sozusagen ein Gewächs des mitteldeutschen Pfarrhauses. Später nach Naumburg umgezogen, das Domgymnasium besucht, dort natürlich ersten Unterricht in Griechisch und Latein. Und dann hat er 1858 eine Freistelle in Schulpforte bekommen. Er war ja ein Sozialfall. Er musste sich einer Prüfung unterziehen. Seine Mutter brauchte kein Schulgeld zahlen, aber er war sehr gut und ist durch diese hochnotpeinliche Prüfung gut durchgekommen und ist dann im Herbst 1858 in Schulpforte eingetroffen. Was den Fächerkanon dort anbetraf, so machten die Altsprachen nahezu die Hälfte aller gegebenen Stunden aus. Nach dem Wiener Kongress, das kann ruhig so stehen bleiben. Nach dem Wiener Kongress wechselte die Schule zwar die Obrigkeit, aber diese Dominanz der alten Sprachen und der Antike verstärkte sich eigentlich noch. Die Humboldtschen Universitätsreformen griffen. Das antike Ideal einer komplex ausgebildeten menschlichen Persönlichkeit, nicht die Fachausbildung für eine bestimmte Berufsperspektive, stand im Vordergrund. Die Orientierung an der Vorbildhaftigkeit der antiken Kultur sollte eine gewisse Distanz und, wenn wir so modern sagen wollen, eine Resilienz gegenüber den Alltagsproblemen schaffen. In seiner zweiten unzeitgemäßen Betrachtung vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben wird Nietzsche später diesen Bildungsansatz einer radikalen Kritik unterziehen. Ganz nach dem antiken Diktum, in einem gesunden Körper ist ein gesunder, in einem gesunden Geist ist ein gesunder Körper, hielt sich in Schulpforte ein körperbildender Unterricht. Dies erfolgte allerdings nicht als Sportunterricht, Turnen, Leibesübungen oder ähnliches, sondern als Tanzunterricht. Bereits im Jahre 1731 war in Schulpforte ein fest angestellter Tanzlehrer beschäftigt.
In der Lehrverfassung von 1858 ist dazu zu lesen, sämtliche Zöglinge sind in 12 Abteilungen gebracht, von denen jede wöchentlich eine Stunde hat. Die Übungen sind nach einer methodischen Stufenfolge vom leichteren zum schwereren geordnet, wobei in den untersten Abteilungen die Regel des äußeren Anstands in der Haltung und die Bewegungen des Körpers als Grundlage des gesamten Tanzunterrichts gelehrt und eingeübt werden. In der Lehrverfassung wird der Tanzunterricht neben Musik, Gesang, Zeichenunterricht, Schreibunterricht und gymnastische Übungen unter der Rubrik Unterricht in den Künsten verzeichnet. Die wirklich harten Fächer waren natürlich Griechisch, Latein, auch Geschichte, auch Geografie. Und es gab immer eine gewisse Konkurrenz zwischen diesen Fächergruppen, weil natürlich die Kunstlehrer immer ihre Existenz entsprechend auch rechtfertigen mussten, weil das eben die weichen Bildungsfächer letztendlich waren. Die Kunstlehrer, die hießen Maitres, und die Griechisch- und Lateinlehrer oder die Religionslehrer, das waren eben Professoren. Die wurden auch direkt vom preußischen Kultusministerium berufen und hatten einen ganz anderen Stand. Einem dieser Maitres ist es nun zu verdanken, dass der Tanzunterricht seit 1833 in Pforte obligatorisch für alle Schüler wurde. Ebenso übrigens der Sportunterricht. Nahezu 40 Jahre arbeitete er als Tanzlehrer in Pforte, 1805 bis 1844. Und er hatte die Möglichkeit, systematisch die Grundlagen und Methoden und die Lehrinhalte seines Faches zu gestalten. Es war Anton Roller. Mal gucken, ob ich hier irgendwie... Ja, Anton Roller stammte aus Ungarn, war zunächst an einem Militärinstitut und später war Theatertänzer in Pest, dann später auch in Wien und in Prag. Und er hat sich 1800 in Leipzig niedergelassen als Privatlehrer der Tanzkunst. Von hier aus hatte er einen Ruf bekommen, die sächsische Regierung, damals war das vor dem Wiener Kongress, stand Pforte ja noch unter sächsischer Verwaltung, berief die sächsische Regierung Roller als Tanzlehrer nach Pforte. Nietzsche wurde bei seinem Nachfolger unterrichtet, bei dem Naumburger Tanzlehrer Karl Albert Bartels. Der wurde aber von Roller empfohlen und hatte also auch letztendlich das System, was Roller beim Tanzunterricht entwickelte, durchaus weitergeführt. Nahezu am Ende des Lebens von Roller wurde er auch publizistisch tätig. Er schrieb das systematische Lehrbuch der bildenden Tanzkunst, wie wir es hier sehen, Weimar 1843. Dort legt er seine systematischen Überlegungen zum Thema da. Das war sozusagen eine Art Festschrift an die Landesschule Pforte, die ganz genau 1843 ihr 300-jähriges Jubiläum feierte. Grundlage seiner Konzeption war ein genealogisches und physiologisches Herangehen an den menschlichen Körper. Seiner Ansicht nach entwickelt sich der Mensch innerhalb von 5 Perioden vom Neugeborenen zum Jugendlichen. Diese natürliche Entwicklung des Körpers gelte es ohne gewaltsame Eingriffe zu stören. Also gewaltsame Eingriffe in diese natürliche Entwicklung des Körpers gilt es letztendlich zu vermeiden. Körperliche Bildung habe darin zu bestehen, die Natur in ihrem Wirken zu unterstützen. Aus Rollers Ansatz ergeben sich verschiedene Frontstellungen zur geistigen Situation seiner Zeit und auch zu den üblichen Vorstellungen, was Tanzunterricht oder Bildung überhaupt leisten soll. Er stand gegen die französische Balletttradition, der er eigentlich ursprünglich von seiner Ausbildung her selber angehörte. Gegen das Spitzentanzen beispielsweise, gegen jegliche Kostümierung, gegen die Zurichtung der Körperform nach künstlerischen Maßstäben. Er stand gegen den üblichen Gesellschaftstanz seiner Zeit, gegen das Tourendrehen, wie er es nannte, gegen die Tätigkeit reisender Tanzlehrer, die lediglich Schnellkurse und Benimmunterricht erteilen, um gesellschaftlichen Konventionen Genüge zu tun. Und er stand auch gegen die gängige Erziehungspraxis seiner Zeit,
gegen die Erzwingung bestimmter Bewegungen, gegen den Schnürleib, gegen Riemen zur Haltungsverbesserung, gegen technische Geh- und Laufhilfen für Kleinkinder, gegen die Forcierung der natürlichen körperlichen Entwicklung des Kindes. Wenn man sich dieses Buch mal durchliest, erstens kann man selber was dabei lernen, zweitens klingt es ungeheuer modern und wird eigentlich 50 Jahre später erst gesellschaftlich relevant im Ausdruckstanz. Also es ist ein phänomenales Buch. Körperliche Bildung war nach Roller ein langwieriger, verantwortungsvoller Prozess, in welchem der Lehrende auf die natürlichen Anlagen des Einzelnen sowie auf die möglichen Einschränkungen in aller Vorsicht einzugehen habe. Ausgangspunkt seiner Überlegungen war die physisch-anatomische Konstitution des Menschen, die sich nach seiner Ansicht wiederum in 5 Stufen entwickelte. Roller betrachtet die menschliche Physis als Produkt eines Prozesses, in welchem nacheinander die einzelnen Gliedmaßen durch ihre Benutzung und Entwicklung in Funktion gesetzt werden. Bewegungen des menschlichen Körpers werden durch ihn durch eine anatomische Analyse der Bewegungsmöglichkeiten der einzelnen Körperteile entwickelt. Die Teile stärken und entwickeln sich durch ihren natürlichen Gebrauch. Das Zusammenwirken der Gliedmaßen entwickelt er aus ihrer anatomischen Struktur. Daraus entwickeln sich die möglichen Bewegungen des Körpers im Raum. Stehen, liegen, Stellung der Gliedmaßen zueinander, Gehen, Laufen, Beugungen, Gewichtsverlagerungen, Arm- und Fußbewegungen, Tragen, alle Bewegungsmöglichkeiten des Menschen werden von Roller anatomisch abgeleitet. Bereits in seinen Überlegungen zur physischen Entwicklung des Kindes rät er davon ab, den Bewegungen künstliche Beschränkungen aufzuerlegen, die Entwicklung der Gliedmaßen zu forcieren oder bestimmte Haltungen nach künstlerischen Gesichtspunkten zu formen. Die natürlichen Bewegungsmöglichkeiten des Körpers gilt es durch stete Übungen zu praktizieren, ohne einseitige Haltungen oder bestimmte Bewegungen zu präferieren. Dies würde den Körper nachhaltig schädigen. Rollers Konzept beinhaltet in dieser Hinsicht nicht nur ein künstlerisches, sondern auch ein pädagogisches und ein therapeutisches Programm. Denn durch den praktizierten Tanz wird nicht nur Haltung, Anstand, Bewegung im Raum gelehrt, sondern können auch Bewegungshemmungen und Verspannungen, die oft auch Folge des Schulantags gewesen sind, abgebaut werden. Zweck all dieser Bemühungen, Zitat, eine schöne Gestalt und natürliche schöne Bewegungen des Körpers und seiner Glieder, Ausbildung der Kraft, Sicherheit und Geschmeidigkeit, Gesundheit und gerade Glieder, Verhütung von Missgestalt und körperlichen Gebrechen. Das ist sozusagen das Ziel, was er mit diesem Buch letztendlich auch verfolgt und was er in Schulpforte mit seinem Unterricht verfolgt. Einschränkend fügt Roller hinzu, dass seine Ausführungen lediglich Lehrbuchcharakter tragen und dass der Tanz als Kunstform sehr viel breitere Darlegungen braucht. Mannigfache Gegenstände gelte es noch zu behandeln, und jetzt mal ein kurzer Querschnitt zu dem, was er eigentlich im Lehrbuch nicht behandelt, aber was im Schulvater offenbar auch praktiziert wird. Nationaltänze, Charaktertänze, allegorische Tänze, Gelegenheitstänze bei Familien und ländlichen oder anderen Festen oder Tänze entlehnt aus der Mythologie und der Geschichte, aus dem Volksleben oder Produkte der Fantasie. Alles das ist das, was unter dem Sammelbegriff Tanz in Schulpforte letztendlich verstanden wird. Das ist also eine sehr breite Palette, das reicht vom Paartanz bis hin zum Ausdruckstanz und natürlich auch zu lebenden Bildern, die aus der Historie, aus den antiken Mythen genommen werden. Hier findet sich die ganze Bandbreite dessen versammelt, was in Forte, jetzt muss ich das nochmal vorlesen, was ich eben schon erzählt habe, schlecht, über die wöchentlichen Unterrichtsstunden mit Schwerpunkt auf Bewegung und Gymnastik hinaus hatte das Tanzen einen festen Ort im Schulkalender. Bergfeste, Stiftungsfeste, Jahresabschlussfeste fanden im Tanzen ihren Höhepunkt. An manchen Sonntagabenden gab es von den Primanern organisierte Bälle, zu denen eine Kapelle aus Bad Kösen bestellt wurde. Alle Tanzpartnerinnen wurden, also als Tanzpartnerinnen wurden Lehrertöchter, Schwestern von Zöglingen und jungen Damen der Umgebung hinzugezogen. Und natürlich tanzten die Zöglinge auch miteinander, was im Unterricht ohnehin die Regel war. Sogar der jährliche Schulbericht hielt diese Tradition immer schriftlich fest.
Auch wird den Alumnen zur Erheiterung öfter an den Sonntagabenden im Winter ein Tanzvergnügen, wozu sie die Musik aus Bad Kösen bestellen, unter Aufsicht des Tanzlehrers gestattet. Ja, wenn man sich das überlegt, also es gibt da nun jedes Jahr diese Schulberichte und dort wird über die Anschaffung von Lehrmaterial, von Büchern berichtet und da werden alle Lehrveranstaltungen im Einzelnen aufgelistet, aber das Tanzen wird immer herausgehoben, wird immer in jedem einzelnen Schulbericht wird das immer erwähnt. Also es scheint auch wirklich im Schulalltag eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Was die Form des Tanzes anbetraf, so war der Paartanz sicherlich die Regel. Walzer, Ländler, Mazurka, Polonaise. Zu Schulfesten war der Tanzlehrer allerdings auch beauftragt, Choreografien zu Bühnentänzen zu erarbeiten. Diese orientierten sich oft an Szenen aus der antiken Mythologie. Zum 300-jährigen Schuljubiläum 1843 wurde von den Zöglingen in 4 lebendigen Bildern die Schulgeschichte nachgestellt. Zitat: Von den Alumnen wurden auf den von Bäumen rings umschlossenen Tanzplätze unter Herrn Rollers Leitung mimische Tänze mit kunstreichen Wendungen und Verschlingungen in allegorischer Bedeutung, die in der Festordnung näher angegeben wird, ausgeführt. Nach dem Abendgebet wird diese Nachfeier mit einem Balle der Alumnen in der Festhalle beschlossen. So, Moment. Übrigens, das ist nochmal eine kurze Übersicht, das habe ich erst eigentlich weggelassen im Text. Schauen Sie sich die Fächerverteilung an und sehen Sie, das Tanzen hat mehr Fächer als Religion. Also wenn Sie sich das überlegen, oftmals sagt man ja Schulpforte, das ist so religiöse Indoktrination oder sowas, nicht? Also Tanzen, der Tanzunterricht hat mehr Fächer als die Religion. Ich meine, Griechisch und Latein ist natürlich unschlagbar, ja. Überhaupt nehmen Sie das Schwergewicht der Sprachen überhaupt, ja? Mathematik, Physik, Geografie, Geschichte, naja, Singen, aber Religion, Tanzen, das wollte ich Ihnen einfach nochmal deutlich machen, um einfach mal auf so eine quantitative Analyse dessen zu zeigen, was in Schulsport überhaupt unterrichtet wird. Ja? Das ist die Tanzhalle. Also die ist zum 300-jährigen Stiftungsfest in Schulpforte gebaut worden, wahrscheinlich temporär, möglicherweise irgendwie im Schulgarten oder so. Ja? Und davon ist in diesem Text die Rede, deshalb habe ich das jetzt genommen, das Bild. Beliebt bei den Schülern waren die Bergfeste, die jeweils 2-mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, abgehalten wurden. Zu ihnen wurden auch die Verwandten, ehemalige und Unterstützer der Schule eingeladen. Nietzsches Mutter berichtet anschaulich über eines der ersten Bergfeste, an welchem Friedrich teilnehmen durfte. Sie schreibt: Darauf wurde getanzt, denn es war doch ein wunderschöner Tag. Alumnen und Damen, auch die Alumnen zusammen, was wahrhaft graziös aussah. Nachdem waren wir bei Gebet und Essen, hörten den lateinischen Tischgesang von diesen 180 Kraftstimmen. Darauf war von derselben Zahl ein Besentanz mit brennenden Besen, dem sich eine Polonaise anschloss. Also jetzt frage ich mich, ein Besentanz mit brennenden Besen. Was wir uns unter einem Besentanz mit brennenden Besen vorzustellen haben, bleibt Spekulation. Möglicherweise ist es ein Scherztanz, wie er in manchen Regionalkulturen üblich war, bei dem einer der Tanzenden jeweils ohne Partner ist und mit dem Besen vorlieb nehmen muss. Also wenn man das im Internet kann man das ja recherchieren, da gibt es so auf YouTube kann man dann solche Art Tänze mit diesem Besen auch sehen. Vielleicht war es so etwas. Ne? Bei der Unterbrechung der Musik hat er dann die Gelegenheit, sich einen anderen Partner zu suchen und den Besen weiterzugeben an den, der dann eben keinen Partner hat. Ein gefährliches Unterfangen, wenn der Besen brennt. Ja. Ich hatte hier 2-3 Seiten vorher, hatte ich also auch einen Auszug aus dem Tanzbuch. Nietzsche hat eine Note bekommen vom Herrn Bartels. Er beginnt mit mittelmäßig, ja, und verbessert sich dann auf befriedigend über die Zeit. Nun kann man sagen, ja, er war kein guter Tänzer, bitteschön. Aber wenn Sie sich überlegen, dass
über in einem Zeitraum von 10 Jahren beispielsweise nur zweimal überhaupt die Benotung ausgezeichnet ausgesprochen wurde, ja, dann ist das schon wiederum nicht ganz so schlecht, weil selten wurde sehr befriedigend ausgesprochen und häufig eigentlich befriedigend. Nach der Note befriedigend kommt noch mittelmäßig und sehr mittelmäßig. Ja? Also deshalb, überhaupt die ganze Benotung bewegt sich wirklich in der Mitte. Ja? Also befriedigend ist wirklich die meistvergebenste Note. Ich weiß nicht, wie das heute an den Schulen ist, ob wirklich auch, sagen wir mal, die 3 oder so, die am meisten vergeben ist, aber vor dieser Optik muss man das sehen. Also wenn man sagt, in 10 Jahren hat jemand mal eine Auszeichnung, ansonsten, ja, also gibt das ein anderes Gewicht, dann heißt es einfach, dass er sozusagen ein guter Tänzer war, verdammt, ja, würde ich sagen. Kein schlechter Tänzer, ja, sagen wir mal so, ne? Was wird der heranwachsende Philosoph nun aus der Pforte mitgenommen haben? Zunächst einmal die fundierte altphilologische Ausbildung, die ihn hervorragend auf sein Universitätsstudium vorbereitet. Einige Gegenstände der Beschäftigung, seine Orientierung an den frühen Griechen, fallen besonders ins Gewicht, werden sie doch über das Unistudium hinaus weiter verfolgt, werden veröffentlicht und später als promotionswerte Leistung anerkannt. Dies ermöglicht ihm, die Basler Professur zu bekommen. Auf jeden Fall hat Pforte als Bildungsanstalt nachhaltigen Eindruck auf Nietzsche gemacht. Sie vermittelt nicht den Eindruck eines lediglich der Historie verpflichteten, etwas weltfernen und unbeweglichen Gymnasiums, sondern man kann konstatieren, dass Schulpforte in vielen Bildungsansätzen und pädagogischen Methoden reformpädagogische Neuerungen vorweggenommen hat. Das frühzeitige Heranführen der Schüler an eigenständige wissenschaftliche Arbeit. Die Studientage beispielsweise gehören dazu und nicht zuletzt auch die körperliche Bildung durch Gymnastik und Tanzunterricht. Ein modernes Körpergefühl wird hier vorweggenommen, welches erst 50 Jahre nach Roller gesellschaftlich relevant wird. Der Ausdruckstanz sei an dieser Stelle lediglich erwähnt. Eines will ich an dieser Stelle betonen: Es gibt nicht den geringsten Hinweis, dass Nietzsche Rollers Buch gekannt hat, geschweige es gelesen oder zitiert hat. Wir wissen nicht, ob er überhaupt seinen Namen kannte. Allerdings hatte Roller 40 Jahre Zeit, sich in das historische Bewusstsein seiner Schule einzugraben, und mit Sicherheit haben seine Methoden in seinen Schülern weitergewirkt. Inhaltliche Parallelen zwischen beiden Denkern, will ich an dieser Stelle mal sagen, gibt es auf jeden Fall. An erster Stelle will ich hier die sich an der Physiologie orientierende Anthropologie nennen. Beide wenden sich dezidiert gegen die abendländische Leibvergessenheit und sehen den Menschen aus als eine psychophysische Einheit. Bei der Lektüre zudem fällt auf, dass 2 Begriffe eine besondere Rolle spielen. Tanz wird oftmals bei Roller und auch bei Nietzsche mit 2 Begriffen in Verbindung gebracht und gemeinsam genannt, nämlich mit den Begriffen Kraft und Geschmeidigkeit. Das sind die unabdingbaren Fähigkeiten eines guten Tänzers, wie Nietzsche später schreibt. Ich werde Ihnen nachher noch einige Zitate über Tanz zu Gehör bringen aus Nietzsches Mund. Hier an dieser Stelle steht: Die hohe Kultur wird einem kühnen Tanze ähnlich sein, weshalb, wie gesagt, viel Kraft und Geschmeidigkeit Not tut. Oder aus der fröhlichen Wissenschaft: Nicht Fett, sondern die größte Geschmeidigkeit und Kraft ist das, was ein guter Tänzer von seiner Nahrung will. Also diese Verbindung, diese Trias, Tanz, Kraft, Geschmeidigkeit, finden wir bei Roller und finden wir bei Nietzsche. Also es ist sicherlich kein Beweis, die Philologen würden dem widersprechen vielleicht, aber vielleicht hat er ihn gekannt, das ist nicht ganz unmöglich. In seiner Bibliothek hat er den Band jedenfalls nicht gehabt. Eine kleine Randbemerkung sei mir hier noch gestattet. Roller verbot seinen Schülern bei ihren Übungen nach den Gliedmaßen zu schauen und die Bewegungen nach dem Augenschein auszuführen. Seine Begründung: Die Bewegungen müssten blind ausgeführt werden, da der Körper vom Willen gesteuert sei. Und dies müsste praktiziert werden. Möglicherweise kann sich hier natürlich auch eine Schopenhauer-Lektüre niedergeschlagen haben,
ich meine, Welterzählung und Vorstellung 1819, glaube ich, herausgekommen, kann sein. Aber jedenfalls sehen wir bei Roller an vielen, vielen Stellen also diese Hochschätzung auch des Willens, auch beim Tanzunterricht. Später haben wir natürlich auch, Moment, ach, ich habe schon umgeblättert. Schlüssig ist belegt, dass Nietzsche später selber auch gern getanzt hat. Als Student in Bonn, später als Professor in Basel. Er hat diese kleinen Vergnügungen auch in den Briefen an seine Mutter nicht unerwähnt gelassen, wenn sie oft auch beiläufig daherkommen. Er schreibt zum Beispiel 1863 aus Schulpforte, Donnerstagnachmittag war Bergtag. Bei dem angenehmsten Wetter der Welt. Schade, dass ihr nicht da wart. Es war sehr hübsch und amüsant. Ich habe leidlich viel getanzt. Frau Geheimrätin Rethel war da, allsam ihren Töchtern. Ich werde sie öfter besuchen, da ich eingeladen bin und es sehr liebenswürdige Menschen sind. Gestern haben wir einen sehr fidelen Nachmittag verlebt. Ich habe fabelhaft getanzt. Man muss dazu sagen, Anna Rethel ist deshalb in der Literatur irgendwie auch bekannt. Das war die Schwester also eines Mitschülers, also eine gut bürgerliche junge Dame. Nietzsche hat nicht nur mit ihr getanzt, sondern er hat auch mit ihr musiziert. Und es gibt das Albumblatt, das Album für Anna Rethel. Also er hat im Prinzip einen professionellen Notenschreiber beauftragt, seine eigenen Kompositionen abzuschreiben und das als Widmungsexemplar Anna Rethel zu schenken. Und das ist sozusagen die Verbindung, deshalb kennen wir Anna Rethel. Das war sozusagen die erste Geliebte des jungen, heranwachsenden Nietzsche. Eine romantische Geschichte und durch dieses Album bekannt. Man kann heute in Weimar im Goethe-Schiller-Archiv kann man die Originalhandschrift noch in die Hand nehmen. Das ist wunderbar. Oder vielmehr einen Scan kann man in die Hand nehmen. Ein Digitalisat. Die geben ja keine Originale mehr raus. Aber das ist, da hat er sich sehr viel Mühe darauf verwandt, für Anna Rethel. Vielleicht noch eine kleine Sache. 1871 aus Basel als Professor. Freut sich, hat jetzt Reputation und schreibt an die Mutter. Zugleich mit deinem letzten Brief lief eine Einladungskarte bei mir ein zu einem großen Diner, welches Georg Fürstenberger veranstaltete, zu Ehren des neuen Brautpaares. Es war die ganze erste Etage des Hotel Euler und der große Speisesaal im Parterre zu unserer Disposition. Und das war eine Üppigkeit, die mir wenigstens für Basel unbekannt war. Wir waren gegen 60 Eingeladene, aber nur Jugend, ohne Mütter und Väter. Hauptsächlich aber die Freundinnen der Braut und die Freunde vom Bräutigam. Man spürte an allem die hier vertretenen Millionen der Gäste und für euch wäre es gewiss sehr unterhaltend gewesen, die ganze vornehmste Basler Aristokratie beisammen zu sehen. Wir waren von 1 Uhr bis 8 Uhr zusammen und haben schließlich noch ein paar Stunden getanzt. Ich war der einzige Deutsche der Gesellschaft. Man hat mir noch ein paar Bälle angekündigt. Ich sende zu eurem Spaß das Menü mit der Tischkarte und entschuldige mich, so viel von solchen Dingen erzählt zu haben. Übrigens war es lustig. Das nur etwas aus dem Briefwechsel, um jetzt zu zeigen, dass er wirklich auch nachweislich getanzt hat. Natürlich, eins wollen wir nicht verhehlen an dieser Stelle, als er in Turin seinen psychischen Zusammenbruch hat und der alte Freund Franz Overbeck ihn in Empfang nimmt und ihn in seiner Kemenate beim Ehepaar Fino besucht, da überliefert Overbeck, dass er ihn nackend in einem dionysischen Tanz begriffen vorgefunden hat. Ja? Also er verabschiedet sich offenbar, wenn man dieser Überlieferung glauben kann, auch tanzend aus der wachen geistigen Welt. Ja? So. Spät haben wir es. Oh Gott, oh Gott. Ich werde vieles einfach auch weglassen.
In seiner Erstlingsschrift, Die Geburt hat er Goethe aus dem Geiste der Musik, hier in Leipzig erschienen, entwickelt Nietzsche das Modell einer Kulturentwicklung, die sich aus der Wechselwirkung zweier widerstreitender Grundprinzipien ergibt, nämlich des Dionysischen und des Apollinischen. Er schreibt, wir werden viel für die ästhetische Wissenschaft gewonnen haben, wenn wir nicht nur zur logischen Einsicht, sondern auch zur unmittelbaren Sicherheit der Anschauung gekommen sind, dass die Fortentwicklung der Kunst an die Duplizität des Apollinischen und des Dionysischen geknüpft ist. In ähnlicher Weise wie die Generation von der Zweiheit der Geschlechter beim fortwährenden Kampfe und nur periodisch eintretender Versöhnung abhängt. Wenn in diesen ersten Sätzen lediglich von einer Fortentwicklung der Kunst die Rede ist, hat es allerdings einige Berechtigung, diese Entwicklungsmechanik, die er hier vorstellt, in einen breiteren Zusammenhang zu stellen. Insbesondere, wenn man zugrunde legt, dass Nietzsche später, was Nietzsche später als Artistenmetaphysik bezeichnet. Das Apollinische steht für den schönen Schein der Traumwelt, für die Klarheit der Form. Apollon ist der Lichtgott, der Gott der Vollkommenheit, der bildnerische Gott, der Maßhaltende auch. Er repräsentiert das Prinzip der Individuation, damit auch der Rationalität. Das Dionysische hingegen steht für die Welt des Rausches, des Tanzes und der Musik. Er steht für Selbstvergessenheit und Maßlosigkeit. In dieser Schrift, in dieser frühen Konzeption des Dionysischen und Apollinischen ist der erste Ort, wo sozusagen in Nietzsches Philosophie zunächst einmal das Tänzerische seinen Ort hat, auftritt. Der Dionysos-Kult stürmt aus Nietzsches Sicht aus Asien heran. Seine Wurzeln liegen in Thrakien, in dem Gebiet zwischen Donau, Nordgriechenland, Bosporus, im heutigen europäischen Teil der Türkei. Dieser Kultus ist revolutionär. Er steht für moralische Entgrenzung. Dionysos, der Gott des Rausches und der Fruchtbarkeit, des Tanzes und der Musik, der Maßlosigkeit, der Rasende, mit seinem Gefolge aus Mänaden und Satyren, ist bedrohlich für die Ordnung der Griechen. Durch narkotische Getränke und Frühlingstriebe gelangen die affizierten Massen zur Selbstvergessenheit, überschwängliche geschlechtliche Zuchtlosigkeit, jegliche Brüche sozialer und familiärer Tabus, Entfesselung der wildesten Bestien der Natur bis zur abscheulichen Mischung von Wollust und Grausamkeit prägten nach Nietzsches Worten diesen Kult. Ob das denn wirklich historisch so nachweisbar ist, das steht auf einem ganz anderen Blick, auf einem ganz anderen Blatt. Tun wir einen Blick in das Wesen des Dionysischen, das uns am nächsten noch durch die Analogie des Rausches gebracht wird, entweder durch den Einfluss des narkotischen Getränks, von dem alle ursprünglichen Menschen und Völker in Hymnen sprechen, oder bei dem gewaltigen, die ganze Natur lustvoll durchdringenden Nahen des Frühlings erwachen jene dionysischen Regungen, in deren Steigerung das Subjektive zu völliger Selbstvergessenheit hinschwindet. Auch im deutschen Mittelalter wälzen sich unter der gleichen dionysischen Gewalt immer wachsende Scharen singend und tanzend von Ort zu Ort. In diesen St. Johann und St. Veitstänzern erkennen wir die bacchischen Chöre der Griechen wieder, mit ihrer Vorgeschichte in Kleinasien bis hin zu Babylon und den orgiastischen Sakäen. Es gibt Menschen, die aus Mangel an Erfahrung oder aus Stumpfsinn sich von solchen Erscheinungen wie von Volkskrankheiten spöttisch oder bedauernd im Gefühl der eigenen Gesundheit abwenden. Die Armen ahnen freilich nicht, wie leichenfarbig und gespenstisch eben diese ihre Gesundheit sich ausnimmt, wenn an ihnen das glühende Leben dionysischer Schwärmer vorübersaust. Singend und tanzend äußert sich der Mensch als Mitglied einer höheren Gemeinschaft. Er hat das Gehen und Sprechen verlernt und ist auf dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzufliegen. Schon Lukian hat berichtet, dass das orgiastische Tanzen die Hauptsache am Dionysos-Kult gewesen ist. Daraus folgen die Gegensätze, die Nietzsche hier also einführt: Gehen, Tanzen, Sprechen, Singen, jeweils als die apollinische und die dionysische Version von Fortbewegung und Kommunikation. Welche Schutzwelle und Gegenmittel fanden die Griechen? Ja, worauf stießen eigentlich diese umstürzlerischen, destruktiven Kräfte, die die soziale Ordnung zu bedrohen schienen?
Die eingeführte Kunstgottheit der Griechen war Apollon, der des Traumes, des Maßes, der Sonnen- und Lichtgott, der Wahrsagende, repräsentiert durch das wichtigste Heiligtum der Griechen in Delphi. Ich glaube, ich habe hier auch noch ein paar Bilder, die habe ich ganz und gar vergessen. Hier sehen wir natürlich Mänaden, Satyren. Das wird interessant nachher auch für die Rezeptionsgeschichte nochmal. Oder hier, das ist das Heiligtum von Delphi. Also, repräsentiert durch das wichtigste Heiligtum der Griechen in Delphi, an dessen Tempeleingang die Weisheiten zu lesen sind, für die er steht. Erkenne dich selbst und nichts im Übermaß. Die neuen Kulte scheinen dem genau diametral zu sein. Sie reden vom Aufgehen des Einzelnen in der Masse, das Wort, stehen gegen das Prinzip um Individuationes, die größte Errungenschaft des griechischen Denkens. Sie zelebrieren einen bislang eine unbekannte Maßlosigkeit in erotischer Wonne und Grausamkeit gleichermaßen. In Die Geburt des tragischen Gedankens, eine Vorarbeit zur Geburt der Tragödie, beschreibt Nietzsche diesen Prozess so. Das apollinische Hellenentum war niemals in einer größeren Gefahr als bei dem stürmischen Heranzug des neuen Gottes. Niemals wiederum zeigte sich die Weisheit des delphischen Gottes in schönerem Lichte. Zuerst widerstrebend umspann er den gewaltigen Gegner mit dem feinsten Gespinst, sodass dieser kaum merken konnte, wie er bald in halber Gefangenschaft einherwandle, indem nämlich die delphische Priesterschaft die tiefe Einwirkung des neuen Kultes auf soziale Regeneration durchschaute und ihn gemäß ihrer politisch-religiösen Einsicht förderte, indem der apollinische Künstler mit bedachtsamer Mäßigung aus der revolutionären Kunst der Bacchusdienste lernte, indem endlich selbst die Jahresherrschaft in der delphischen Kultordnung unter Apoll und Dionysos geteilt wurde, waren beide Götter gleichsam als Sieger und doch zugleich als Besiegte aus diesem Wettstreit hervorgegangen und hatten auf dem Kampfplatze Versöhnung geschlossen. Je kräftiger aber der apollinische Kunstgeist heranwuchs, umso freier durfte auch der Brudergott Dionysos seine Glieder lösen. Im Mysterienspiel der attischen Tragödie findet sich die Möglichkeit, die zerstörerischen Kräfte zu integrieren, sie zur Kunstform zu erheben. Die Entgrenzung des Dionysos-Kultes werden zu symbolischen Handlungen aufgeführt, symbolische Handlungen aufgeführt. Die Teilnehmer der Tragödie erleben eine Reihe von Grenzüberschreitungen. Sie erleben die Auflösung des Subjektiven im allgemeinen, natürlichen, generell menschlichen, wie Nietzsche schreibt. Sie erleben die Überschreitung der Standesunterschiede zwischen Mensch und Mensch. Der Mensch fühlt sich mit seiner inneren und äußeren Natur versöhnt, mit seinem Eros, mit seinen Affekten. Und die Grenze zwischen dem Künstler und dem Rezipient verschwindet. Der Mitwirkende am Kunstwerk ist auch Publikum. Das Publikum ist sozusagen der imaginäre Chor der Tragödie. Das Publikum wird selbst zum Kunstwerk. Und schließlich fühlt sich der Teilnehmende als Gott, hat Anteil am metaphysischen Urgrund der Welt. Trotzdem erliegt der dionysische Künstler dem Rausch nicht völlig. Er beherrscht das Spiel mit dem Rausch. Der Dionysos-Diener, so Nietzsche, muss im Rausche sein und zugleich hinter sich als Beobachter gleichsam auf der Lauer liegen. Nicht im Wechsel von Besonnenheit und Rausch, sondern im Nebeneinander zeigt sich das dionysische Künstlertum. Die Vereinigung beider Gottheiten gelingt hier in einer Mittelwelt zwischen Wahrheit und Schönheit. Die Welt zeigt sich im Spiel mit dem Rausch und nicht im völligen Verschlungensein durch den Rausch. Der Schauspieler, wir erkennen im Schauspieler den dionysischen Menschen wieder, den instinktiven Dichter, Sänger, Tänzer, aber als gespielten dionysischen Menschen. Und um diesen Dichter, Sänger, Tänzer geht es. Die attische Tragödie vereinigt beide Kunstgottheiten in symbolischer Form. Das musikalisch rauschhaft tänzerische Element des dionysischen Prinzips sowie das textliche, ordnende, literarische des apollinischen.
Im Aphorismus 84 der Fröhlichen Wissenschaft polemisiert Nietzsche gegen einen idealistischen, moralistischen Standpunkt bei der Suche nach dem Ursprung der Poesie, in welchem gerade anhand der Zweckfreiheit der antiken Dichtung eine göttliche Quelle erwiesen werden sollte. Nietzsche zeigt hier, dass gerade die Dichtung, die Rhythmisierung der Rede, durchaus ihre Nützlichkeit in der antiken Gesellschaft hatte. Neben der besseren Memorierbarkeit und der Fernwirkung, was die Verstehbarkeit von Versen betraf, ist ihm ein Umstand besonders wesentlich. Rhythmisches Reden sei vor allem dazu geeignet, auf magische Weise auf Menschen wie auf Götter einzuwirken. Vor allem aber wollte man den Nutzen von jener elementaren Überwältigung haben, welche der Mensch an sich beim Hören der Musik erfährt. Der Rhythmus ist ein Zwang. Er erzeugt eine unüberwindliche Lust nachzugeben, mit einzustimmen, nicht nur der Schritt der Füße, auch die Seele selber geht dem Takte nach. Wahrscheinlich, so schloss man, auch die Seele der Götter. Man versuchte sie also durch den Rhythmus zu zwingen und eine Gewalt über sie auszuüben. Man warf ihnen die Poesie wie eine mächtige Schlinge um. Musik und Tanz wirken in ihrer Unmittelbarkeit nach Nietzsche, aber über die magische Funktion hinaus. Sie entluden die Affekte, sie reinigten die Seele, sie milderten die wilden Gefühlsäußerungen, gerade durch das rhythmische Element der Musik. Durch die Steigerung der Affekte ins Orgiastische fühlt sich die menschliche Seele im Anschluss freier und ruhiger. Nietzsche sieht hier sogar eine therapeutische Dimension des Tanzes. Er schreibt: Wenn die richtige Spannung und Harmonie der Seele verloren gegangen war, musste man tanzen. In dem Takte des Sängers, das war das Rezept dieser Heilkunst. Uns interessiert an dieser Stelle die Unmittelbarkeit und Zwanghaftigkeit des Rhythmus, mit welchem die vorher beschriebenen Grenzüberschreitungen innerhalb der attischen Tragödie ins Werk gesetzt werden können. Tanz ermöglicht dem Publikum soziale Interaktion, ganzheitliches Agieren des körperlich-geistigen Kontinuums Mensch, ist Affektableitung, schafft die unmittelbare Identifikation des Produzenten mit dem Rezipienten, lässt sich dem Tänzer selbst als Kunstwerk empfinden, stellt den Kontakt her mit dem metaphysischen Seinsgrund der Welt, schopenhauerisch gedacht. Das war damals in der ersten Periode für Nietzsche wichtig. Den Nietzsche in der frühen Phase durch Schopenhauer und Wagner beeinflusst, noch von der Musik repräsentiert sieht. Die Tragödie hatte auch eine soziale Funktion. Mit dem Chor tröstet sich der Helene, der in das furchtbare Vernichtungstreiben Weltgeschichte und in die Grausamkeit der Natur geschaut hat. Er sieht in der Gefahr buddhistischer Weltverneinung, aber, so Nietzsche, er spricht jetzt hier vom Griechen, ihn, den Griechen, rettet die Kunst und durch die Kunst rettet in sich das Leben. Die Verzückung des dionysischen Zustandes mit seiner Vernichtung der gewöhnlichen Schranken und Grenzen des Daseins enthält nämlich während seiner Dauer ein lethargisches Element, in das sich alles Persönliche in der Vergangenheit Erlebte eintaucht. Das ist sozusagen das, was Nietzsche in der attischen Tragödie als wichtig und wertvoll sieht, aber er sieht zugleich die Niedergangszeichen. Den Höhepunkt der Tragödie sah Nietzsche im fein austarierten Gleichgewicht der einzelnen Teile Dichtkunst, Musik, Tanz, Architektur, Ausstattung. In diesem Gesamtkunstwerk, das vom Publikum wahrgenommen wird, was das Publikum sozusagen integriert. Dem musikalisch-rhythmischen Periodenbau, der sich im strengsten Parallelismus mit dem Text bewegte, lief als äußerstes Ausdrucksmittel die Tanzbewegung zur Seite, die Orchestrik. In den Evolutionen des Choreuten, also des Chortänzers, die sich vor den Augen des Zuschauers wie Arabesken auf der breiten Fläche der Orchestra hinzeichneten, empfand man die gleichermaßen sichtbar gewordene Musik. Während die Musik die Wirkung der Dichtung steigerte, so erklärte die Orchestrik die Musik. Es erwuchs somit für den Dichter und den Tondichter zugleich noch die Aufgabe,
ein produktiver Ballettmeister zu sein. Also das ist sozusagen diese ursprüngliche, integrative Fassung des dionysischen Künstlers, der die Kunstgattung in seiner Person integriert. Schon eine leichte Verschiebung registriert er als Niedergang dieser Kunstgattung. Und sie begann schon mit Aeschylus selber, als er einen zweiten Schauspieler einführte, damit die Möglichkeit des Dialogs schafft und somit die Gewichtung zu Ungunsten des Chors verändert. Diese Tendenz des Zurückdrängens der Musik und des Tanzes zugunsten des Wortes sah er mit Euripides vollzogen, der mit der Einführung eines Prologs dem Wort der Rationalität, der Erklärung gegenüber dem unmittelbaren Empfinden des musikalisch-sinnlichen eine unangemessene Dominanz ermöglichte. Hier bricht sich die Tendenz der Rationalisierung Bahn, nicht umsonst auch in der Person des Sokrates und des Aristoteles. Euripides, so Nietzsche, heißt der Todeskampf der Tragödie. Kunstgattungen würden zunehmend nur noch getrennt wahrgenommen, würden auf einen begrifflichen Zugang reduziert. Ebenso wie wir die Farbfassung, schreibt Nietzsche, der antiken Tempel und Skulpturen vergessen hätten, wäre uns auch vom griechischen Musikdrama das Wesentliche unzugänglich, nämlich die Musik. Die antiken Autoren würden uns nur als Textbuchdichter und Librettisten bekannt. Wir würden Literaturmusik, Lesemusik wahrnehmen. Diese Dominanz des literarischen, rationalen Zugangs zur Welt schriebe sich bis in die Gegenwart fort. Nach dem Sündenfall Sokrates, vermittelt über Platonismus und Christentum. Das Christentum gab dem Eros Gift zu trinken. Er starb nicht daran, aber entartete zum Laster, schrieb Nietzsche später in Jenseits von Gut und Böse. Damit sieht er die europäische Kulturgeschichte auf dem Weg der Leib- und Sinnenfeindlichkeit, wenn wir so wollen, auch der Tanzfeindlichkeit. Meine verehrte Doktormutter Renate Reschke hat in einem Beitrag für das Jahrbuch Nietzsche-Forschung auch darauf hingewiesen, dass sozusagen auch das Christentum zwar im Alten Testament noch sozusagen Tanzmetaphern vorhanden hat, aber das Neue Testament ist davon völlig frei. Ja? Und das Tanzen hat im Christentum eigentlich dann seit der Antike also eigentlich kein Gewicht mehr gehabt. Ja? Damit sieht er die europäische Kulturgeschichte auf dem Weg der Leib- und Sinnenfeindschaft. Die Menschen seien nur noch Bruchstücke. Ihre Fähigkeit, ein Kunstwerk mit allen Sinnen zu empfinden, verschwindet. Der Verstehensprozess wird auf die rationale Ebene reduziert. Nach dem Hören eines Liedes, so schreibt Nietzsche, verlangen wir nach dem Textbuch. Ja? Und nach dem Hören einer Oper, nach der Partitur oder nach dem Libretto. Ja? Kommunikationsformen reduzieren sich auf Verstandesebene. Intuitives Verstehen von Gesten und Tanzgebärden sind nicht mehr möglich. Der Mensch verliert seine Fähigkeit des Leibverstehens. Später in seiner philosophischen Autobiografie Exiomo wird Nietzsche zwei bleibende Elemente der Tragödienschrift benennen. Einmal das Verständnis des dionysischen Phänomens als der Wurzel der ganzen griechischen Kunst. Und zum anderen die Frontstellung gegen den Sokratismus, gegen Sokrates als Werkzeug der griechischen Auflösung, gegen die Vernünftigkeit um jeden Preis als gefährliche, Leben untergrabende Gewalt. Dagegen wird das dionysische Prinzip als Prinzip äußerster Bejahung herausgestellt. So, das ist also die Rolle des Tanzes in den Frühschriften. Ich weiß gar nicht, wie lange Sie mir noch zuhören wollen. Ich mache jetzt einen kleinen Zwischenteil. Ich würde jetzt, wie bitte? Wie sieht es denn mit Fragen aus? Bitte Fragen, fragen Sie. Sie haben gerade den Vergleich gebracht, einen Bruch mit dem Alten Testament und mit dem Neuen Testament, was die Christen sozusagen, also die Urchristen betrifft, dass da so ein klassischer Bruch zustande gekommen ist. Aber im Alten Testament gab es noch gar keine Christen. Nein, darum geht es ja nicht. Das geht darum, dass der Tanz als solches im Alten Testament noch zu finden ist, aber im Neuen Testament nicht mehr. Darum geht es.
Ja, weil mit dem Neuen Testament neue Menschen, sozusagen der Christ, entstanden ist und diese ganze alte Tradition der Menschheit mit dem Christentum zunichte gemacht hat. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Und so, ja, so sagt er das ja auch. Ich wollte das jetzt nur Okay. Gut. Nietzsches Schriften haben die Aussagen zum Tanz, zum Tänzer und zum Tänzerischen in einer besonderen Konnotation verwendet. Die Begriffe Tanz, Tänzer korrespondieren mit den Begriffen wie Leichtigkeit, Bewegung, Schönheit, Geschmeidigkeit, Dynamik, aber auch Wahrheit, Erkenntnis, Rausch, Freiheit, Ironie, Selbstmächtigkeit. In einem seiner bekanntesten und verbreitetsten Werke, in Also sprach Zarathustra, hat Nietzsche in der Figur des Zarathustra selber den Typus des Tänzers entwickelt. Aber wer ist dieser Zarathustra? Warum benötigt Nietzsche diese historische Figur, um seine Lehre zu entwickeln? Ist die Wahl rein zufällig? Nietzsche war der Meinung, dass philosophische und religiöse Denkweisen, die im Laufe der Geschichte entstehen, nur von den Personen zurückgenommen werden können, die diese in die Welt gesetzt haben. So war der beispielsweise der Meinung, dass Jesus Christus seine Lehre widerrufen hätte, wenn er nur länger gelebt hätte. Er wäre vielleicht noch dazu gekommen, das Leben zu lieben. Ja? Aber er hat nicht lang genug gelebt. Vielleicht hat er auch nicht getanzt. Kann auch sein. Der Zoroastrismus begegnet uns in Nietzsches Weltsicht als eine Art Vorchristentum, würde ich sagen. Wir haben eine dualistische Weltauffassung, ähnliche Jenseitsvorstellungen. Die Weltgeschichte wird als ewiger Kampf des Guten und des Bösen begriffen, symbolisiert durch die Kräfte von Licht und Finsternis. Es gibt Symboltiere, Adler. Der Adler trägt die Seelen der Guten ins Jenseits. Wir haben Schlangen als Zeichen für die Unterwelt. Und es gibt eine eigentliche Welt, eine paradiesische Welt, die erwartet die Guten und Gerechten am Ende aller Zeit. Der Prophet dieser Lehre ist Zarathustra. Den Namen entlehnt sich Nietzsche und lässt ihn widerrufen. Was wird widerrufen? Vor allem die eschatologische Weltkonzeption, dass das eigentlich noch kommt. Dass dies als lediglich als vorläufig bezeichnet wird und damit entwertet wird. Zarathustra wird zum Lehrer der ewigen Wiederkunft. Diese Lehre bezeichnet Nietzsche später als die Grundkonzeption des Werkes. Der Augenblick, das Transitorische, ist dasjenige, worauf es ankommt, nicht das Jenseits. Still, still, war die Welt nicht eben vollkommen? Wird gefragt, und Nietzsche ist sich sicher, wenn es Vollkommenheit gibt, dann ist diese Vollkommenheit in jedem Augenblick erreicht.